Okay. Dann wollen wir mal. Okay. Ja, kriegen wir ein Auto oder kriegen wir keins? Ach, wir kriegen ein Taxi. Ja, immer mit der Ruhe. Wir fahren jetzt erstmal zum Tee. Wie hieß der Ton? Nee. Wir fahren zum Tee. Das machen wir gleich weiter. Also ich weiß ja, welche Mission kommt tatsächlich. Und ja. Die ist ein bisschen aufwendiger. Ah, hier kommt Abkürzung. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind. Die gibt's da jetzt. Ja, machen wir bis 300. Ja. Okay. Auto ist auch schon wieder kaputt, das gibt's da gar nicht, ne, hier. Aber na gut, was soll's. Kommt Zeit, kommt Rat. In den meisten Fällen zumindest. Ja, na, sauber. Aber der hat ja auch ein Auto, ne. Dann können wir uns das auch gleich mal ausleihen. Take a seat, kid. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Mom. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Auf jeden Fall, wir machen jetzt die Mission und dann ist geplant, dass wir die Telefonzellen weitermachen. Die Telefon weitermachen. Zumindest hier. Ne, auf dieser Insel, weil in die andere kommen wir ja noch nicht. Dann haben wir das nämlich abgehakt. Weil wo ich nämlich, ich hatte ja schon angefangen, ich war ja, glaube ich, schon bis Folge 8, habe ich vorproduziert tatsächlich. Und das mache ich jetzt auch, weil jetzt gerade Winterpause ist. Und ich ab nächsten Monat halt, also ab März im Heidepark arbeite. Deswegen produziere ich vor, weil ich nämlich, ja, wie soll ich sagen, ich bin, also ich muss halt ziemlich lange mit dem Zug fahren. Und es sollen ja jeden Tag Let's Plays kommen. Ich möchte ja versuchen, alle GTA-Teile, die ich bekommen kann und die ich streamen kann, die also mit Capture Card funktionieren, versuche ich halt aufzunehmen, bis GTA 6 kommt. Ab November habe ich dann wieder mehr Zeit auch zum Produzieren tatsächlich. Aber ich möchte ein bisschen vorproduzieren, damit ich nicht halt in den Schleudern komme, damit trotzdem jeden Tag 1 bis 2 Videos kommen können. Das ist so mein Plan und gucken wir mal, ob ich das so hinbekomme, ne? Deswegen produziere ich jetzt auch ein bisschen vor. Und ich hatte bis Folge 8 schon vorproduziert, bis ich alle gelöscht habe. So doof wie ich war. Aber gut. Das heißt, ich mache dann erstmal so ein bisschen und dann, ja. Dem fahren wir jetzt hinterher, bis wir zur Ampel kommen. Oh, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 kommt jetzt. Ich glaube, der andere ist näher dran. Wir fahren jetzt mal links weg. Und tatsächlich habe ich auch eine Seite gefunden, wo ich Retro-Konsolen herbekomme. Das heißt, ich möchte hier auch eine kleine Sammlung machen. PS1, PS2, PS3 habe ich, aber die funktioniert nicht. Das heißt, ich brauche nochmal eine neue. Damit ich halt die ganzen GTA-Teile auf unterschiedlichen Plattformen auch tatsächlich, ne? Damit halt der Content weiterlaufen kann. Weil wir wissen ja auch gar nicht, wie lange, wir wissen zwar 25,
Aber das kann natürlich auch Anfang 25 sein. Bis dahin sollte ich eigentlich komplett durch sein. Ja. Weil ich stream ja nicht nur GTA. Auch eigentlich alle Rockstar Game Spiele. Und ja. Scheiße. Nummer 2. Ja, und natürlich ein Stern. Einen Stern. Na gut, egal. Ist eh gleich weg. War hier einmal durch und dann... Ach, siehst du, der ist sogar schon weg. Ah. Oh, das war aber knapp. Und ich bin ja auch großer GTA-Fan, aber bis jetzt alle Spiele von Rockstar Game haben mich in ihren Band gezogen, ne? Ob es Red Dead ist, Max Payne, sind alles gute Spiele, auch geschichtenmäßig, also holla die Waldfee, kann man einfach auch nicht meckern. Na, wo ist er denn, der letzte hier? Ja, und der Typ bleibt stehen wie ein Stein. Naja, egal. So, auf zur Telefonzelle. Ich weiß ja, was kommt. Wir schauen mal, ob ich das mit Anhieb schaffe oder nicht. Die ist nämlich nicht ganz so geil, die Mission. Ja, das war geplant. Das war so der Flummi-Effekt gerade. Das war natürlich geplant, ist ja klar. Ist doch Logo. Tür fehlt auch schon. A thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, Hot of the Press. But that spanked up idiot has left the rear doors open. And now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2 and 3, collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead, waste him. Then deliver my donkey derby to Triple X Max in the red light district. Genau, das ist die Mission, die ich meine. Die ist nicht so einfach. Weil wir mit dem Van waren müssen und der ist nicht der schnellste. Und wir haben auch als Start nur 25 Sekunden Zeit. Und wir haben ja trotzdem, Entschuldigung, auch Verkehr. Ja, vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen klare Linie. Muss auch mit dem Wagen ein bisschen vorsichtig fahren, der ist ein bisschen schwammig. Lässt er sich fahren. Auf mich wird schon geschossen. Ja, war sogar richtig.
Gib mir ein bisschen Stoff. Also so gut war ich noch nie. Wir haben es auch gleich geschafft, also ich weiß auch ungefähr, wo ich hin muss. Aber ich muss ja halt die Spur folgen, also da kann also wir sind auch gleich da tatsächlich. Oh, das hat natürlich Zeit gefressen. Ja, gleich ist es egal, gleich kostet das noch keine Zeit mehr. Ah, da vorne. Ja, haben wir eingesammelt alles. Jetzt ist die Zeit weg, sieht man ja. Easy going, ne? Geil. Ups. Weil auch ganz ehrlich, beim letzten Mal, eigentlich ganz gut, dass die Videos weg sind, habe ich falsch angefangen tatsächlich. Da war ich schon in der nächsten Stadt und habe mich gewundert, warum die Telefonzelle hier noch anzeigt und ja. Ja, haben wir geschafft. Mit Anhieb. Ja, aber 20.000 ist doch nice. War das alles mit der Telefonzelle? Wir fahren da nochmal hin. Ich kenne ungefähr den Weg. Nee. This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty. Ach so, okay, die Aufgabe hatten wir schon, die mache ich jetzt nochmal. Also, man kann die anscheinend wiederholen, was ich jetzt gerade nicht wusste. Ich guck mal jetzt mal schnell das schnelle Auto wieder. Und dann, ja, sind sie zum Glück hier in der Nähe. Glaube ich. Oder doch nicht? Doch. Ja. Deswegen hat er, also zeigt nicht mehr an, man kann da zwar noch mit so machen anscheinend, aber halt, ja, wir sind eigentlich durch. War die letzte Mission. Die Gran Turismo mache ich jetzt nur schnell. Weil das war ja eigentlich, also mit dem Auto ja kein Problem. Ja, aber man sieht auch, ne, oh, der ist da. Auch schon schnell unterwegs tatsächlich. Oh, ups. Oh, oh, oh. Ja, da vorne ist der Start. Wenn man zwar das Spiel Fehler, du hast zwar da noch Missionen, aber zeigt er nicht mehr an. Dass das sich wiederholt, damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Oh, die sind jetzt, die sind direkt hinter mir, das hatte ich ja noch nicht. Bei dem Rennen. Sie waren hinter mir. Jetzt fahren wir ja wieder ein bisschen anders als die.
Ja, die fahren ein bisschen anders als wir. Aber lass sie ruhig. Mein Weg ist kürzer. Wenn einer weiß, wie ich die Steam-Benachrichtigung auskriege, dass jemand da irgendwelche Spiele spielt, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und kann auch mal schreiben, wie lange ihr so gebraucht habt für GTA 3 tatsächlich. Oder ob ihr es überhaupt schon mal gespielt habt, ob ihr es habt. Und ich rede nicht von der neuen Edition, sondern wirklich die Classic-Variante von 2001, ne? Ja, immer wieder Ruhe. Ich weiß noch, das erste Rennen, Alter, mit dem Taxi musste ich beenden, weil mir die Karre umgekippt ist. Da mir so einer reingebrettert ist von der Seite, dass ich umgekippt bin und das Auto auf dem Kopf stehen geblieben ist. Das war ja früher so. Das war früher so, konnte man auch nichts machen. Das war halt so, ne? Und Spiel aus. Ja, ich bin viel zu schnell für euch. Aber immerhin nochmal ein Tausender bekommen, ne? Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir fertig sind mit der Telefonzelle. Dann können wir wieder ganz entspannt zum Tee fahren. Ja, so ähnlich war das. Ja. Easy going, da stellen sie auch gleich wieder weg. Mit etwas Glück. Weiter geht's. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Ja, hatte ja doch recht. Der heißt wirklich Tony. Also, Tony, Gabriella, persönlich. Ja, dann steht nicht im Weg rum. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was. Häng ich dir. Schön für Tony, vielleicht kommen wir hier nochmal am Krankenhaus vorbei. Tatsächlich. Ist da vorne gleich.
Fahren wir gerade durch und holen uns mal ein bisschen medizinische Hilfe. Gut, haben wir das auch gedeichselt. Ja, wird ausgetauscht danach. Yes, man! 1000. Uah. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Ja, dann holen wir mal die Limo ab. Machen wir. Weil ich hatte über 300 Schuss, ne? Wahnsinnig schnell. Ist doch gut, dass ich doch so viel geholt habe. Easy going. Auf zum Boss. Boah, das Ding ist aber auch lang und lässt sich auch nicht gerade gut fahren. Tatsächlich. Aber na gut. Ist halt so. Braucht auch ziemlich lange, muss ich sagen. Boah, das Ding ist aber auch lahmarschig, ey, ich sage euch. Das sage ich, wie es ist. No fancy crap. Oh ja, jetzt gibt's Ärger. Genau, gibt mir mal einen Schwung. Die haben mich echt hier runter gekickt. So eine Scheiße, wie komme ich jetzt wieder hoch?
Obwohl, das müsste doch hier irgendwie funktionieren, oder? Nee. Oh Mann, ey, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, ey. Kacke. Wenn die jetzt auf uns schießen, ne, da fängt die Kiste an zu brennen. Da fängt die Mühle an zu brennen, ich sag's euch, wie es ist. Was ist denn hier los? Haben wir doch geschafft. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Nice. Ist Toni noch? Nö. Okay, dann machen wir hier weiter. Auf Piste mit Maria. I need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. Dumbra does this every time. And here she is. The one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Oh, gut, ne? Dann fahren wir mal mit der Limo zum Limoladen. Haha. Okay. Jo, machen wir. Oh. Zum Thema, dass die Limo da heile. Wenn wir hier runterfahren, kommen wir direkt drauf zu, wo sie hin will. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
Ja, ich warte hier, Baby. Ich warte hier auf dich. Auch geil, wir warten und sie macht Party. Schön. Oder vertickt das Zeug, was sie gerade gekriegt hat. Ah ja? Ah ja? So schnell kann's gehen. LCBD. So. Ups, hör dich dann im Weg. Schön, zwei Sterne. Zum Thema, lass die Limo heile. Boah. Ja, renn nur mal hinterher. Ja, eure Kollegen, die stehen im Halteverbot. Und schon sind die Sterne weg. Weil wir gut sind. Na, das hat sich doch ausgezahlt. Bad romance, say she won't.